unserem Sellerie-Eintopf brauchen wir natürlich Sellerie, am besten die mit den Blättern, 2 Bündel Petersilie, getrocknete Minze, 2 große Zwiebeln, Advier, dazu in einem separaten Video mehr, Safran für den Reis, Lammfleisch, am besten in Stücke geschnitten, und unseren Basmati-Reis. Als erstes den Reis wässern und zur Seite stellen. Die Safranfäden mit Salz mörsern, bis wir so ein Pulver haben, und in einem wasserdichten Behälter aufbewahren für später. Wir fangen mit der Sellerie an. Wie ihr sehen könnt, ist es eine große Sellerie mit Blättern dran. Erstmal den Boden entfernen und dann die einzelnen Selleriestangen, wie ihr auf dem Video erkennen könnt, so abziehen. Danach trennen wir die Blätter vom Stiel und separieren beides. Und das machen wir so lange, bis wir alle Blätter vom Stiel entfernt haben. Never running in the streets and leaving me alone. She knows. Bei den größeren Stangen könnt ihr auch erkennen, dass da der Stielfortsatz noch ein bisschen weiter geht. Das trennen wir dann auch wieder so auf, dass wir die unteren Blätter abziehen und nochmal Stiel von Blättern trennen. Und auch immer darauf aufpassen, dass ihr gelbe Blätter oder kaputte Blätter direkt abzupft und nicht mitmischt. Genauso geht es dann mit der Petersilie weiter. Da trennen wir auch erstmal natürlich die kaputten Blätter von den guten und trennen die Blätter vom Stiel. Ihr könnt dann allerdings dann erkennen, dass manche Stiele noch sehr jung sind, die könnt ihr auch ganz reinschmeißen, aber bei den etwas älteren, da die Blätter bzw. die Stiele, die nicht so fest sind, abtrennen und zur Seite stellen. Dann kommen wir auch schon zum Säubern. Da lässt ihr erstmal Wasser im Waschbecken einlaufen und gebt zunächst einmal die Selleriestangen rein. اگه فراموشم کنی ترک آغوشم کنی. Unter einem kleinen Wasserstrahl nochmal zusätzlich entfernt ihr das ganze Dreck von den Selleriestangen, so wie ihr das sehen könnt im Video. Gebt dann anschließend die Sellerieblätter rein. Hier lassen sich dann nochmal kaputte oder gelbe Blätter rausfischen, bevor ihr alles abgibt. Die packt ihr dann auch nochmal zur Seite, siebt die Blätter ab. Nun geben wir auch die Petersilieblätter ins Wasser. Hier können wir dann auch auf dem Wasser gelbe Blätter nochmal oder kaputte Blätter rausfischen, bevor wir alles absieben. Säubern das alles schön im Wasser und sieben hier ebenfalls alles ab und stellen alles startklar zur Seite.
اگه میخوای پیشم بمونی. Selleriestangen, auf jeden Fall die grünlicheren, haben solche Fäden, die sich nicht weich kochen lassen, die wir hier abziehen können mit einem Messer. Die kaputten Stellen können wir auch nochmal abtrennen und schneiden dann die Stangen in 3 bis 4 cm große Stücke. Unsere Sellerieblätter bzw. auch die Petersilienblätter, die können wir entweder mit einem Messer klein hacken. Ich bin da jetzt nicht so fit drin, deswegen überlasse ich das alles meinem kleinen Mixer. Gebe hierfür Sellerieblätter und auch Petersilie in den Mixer rein. Mixe das Ganze schön durch, allerdings nicht zu sehr, so dass keine Paste entsteht, sondern wirklich alles klein gemixt wird. Mache das nach und nach so lange weiter, bis alles klein gehackt ist. Und fange dann anschließend an, meine Zwiebel in Würfel zu schneiden. Ihr schnappt euch dann anschließend einen großen Topf, erhitzt da drin Öl. Ich habe jetzt einen recht großen Topf genommen, weil ich auch für 8 Leute gekocht habe. Und gebe dann meine ganzen Zwiebeln hinzu. Die Zwiebel goldbraun schmoren lassen, das Fleisch dazugeben und auch anbraten. Sobald euer Fleisch etwas angebraten ist, gebt ihr 2 Teelöffel Advil dazu. Das vermischt ihr jetzt schön, gebt dann die Selleriestücke rein und mischt das Ganze auch nochmal unter. Beim Umrühren ganz wichtig darauf achten, dass ihr immer schön von der Seite rührt und nicht alles zermatscht. Sobald der Sellerie gebraten ist, könnt ihr eure Kräuter dazugeben. Das ist hier geschmacksabhängig, wie viel ihr dazugeben möchtet oder nicht. Ich habe die Hälfte dazugegeben, die andere Hälfte eingefroren fürs nächste Mal und dann auch anschließend die getrocknete Minze. Zum Schluss gebe ich hier noch mal kochendes Wasser dazu, so dass alles abgedeckt ist mit Wasser. Bei mir waren es knapp 500 Milliliter. Unseren Sellerie-Eintopf lassen wir jetzt 1,5 Stunden köcheln, bis das Fleisch durch ist. So sieht das Ganze dann aus. Vorm Servieren geben wir allerdings jetzt den Saft einer Limette oder Zitrone nochmal dazu und 1 Teelöffel Salz. Mischen das Ganze nochmal schön durch und lassen es 2 bis 3 Minuten köcheln. Und voilà, haben wir unseren Sellerie-Eintopf mit dem Safranreis. In einem extra Video werde ich euch nochmal zeigen, wie ich den Reis zubereitet habe und den Safran. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal. که باز برات آواز بخونم.